Diese Schellen liegen zwischen Madagaskar und den Malediven im Indischen Ozean und veranstalten jedes Jahr das Subios Unterwasserfoto-Festival. Cista TV war dieses Mal mit dabei und hat sich informiert, worum es bei dem Spektakel eigentlich geht. Bevor es aber zum Subios-Festival ging, sind wir mit Cirrus Cruises durch die inneren Seychellen gefahren. Dabei haben wir sensationelle Aufnahmen unter Wasser, an Land und aus der Luft gemacht. Dazu aber einen weiteren Beitrag. Ich laufe jetzt hier gerade die Promenade am Strand entlang. Hier sieht man ja im Hintergrund links und rechts die Buden. Hier sind teilweise auch gute Fotoaussteller, die hier ihre Bilder präsentieren und im Hintergrund läuft gerade ein gekürtes Video. Im Laufe der Veranstaltung gelang es mir, den Tourismusminister zu sprechen. Er gab mir interessante Informationen rund um das Subios Festival, welches doch mehr zu sein scheint als nur ein Fotowettbewerb. Denn besonders betonte er, dass durch das Subios Festival den Menschen bewusst gemacht werden soll, wie wichtig es ist, das Meer und das dortige Leben zu schützen. Es geht also nicht nur darum, am Ende des Festivals die schönsten Fotos und Videos zu küren, sondern vielmehr verbirgt sich eine Bildungsveranstaltung zum Schutz der Seychellen dahinter, die die Bewohner und die Besucher zu einem nachhaltigen Umgang mit der prachtvollen Natur der Seychellen aufruft. Ich habe gerade die Miss Seychellen 2013 getroffen, habe sie mal ein bisschen ausgequetscht, was sie so für ihren Misttitel machen musste. Also von Tauchen und Klettern war da irgendwie nicht viel zu hören. Die macht eher eine gute Figur auf dem Catwalk, sieht gut aus, hat ein schönes Lächeln und war jetzt auch in Indonesien auf der Miss World-Wahl. Und vielleicht wird man von ihr noch einiges hören. Der Kanal für Reisen, Tauchen und mehr. Wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. Ansonsten kommentiert fleißig und drückt Gefällt mir.